Hallo Schalker. Hallo Schalker. Hallo Abi. Hallo Dennis. Liebe Kia Sportfreunde. Ja, Abi und ich sind mal wieder auf dem Weg in die Arena. Wir haben den Abi Autotalk. Heute Abend Kellerduell gegen die Hertha Frösche. Ja, Abi, nach zwei Niederlagen, ich sehe, der Bart ist da noch dran. Er sollte eigentlich ab sein. Ja, nach zwei Niederlagen in Serie, jetzt die Hertha direkter Kandidat im Abstiegskampf oder direkter Gegner im Abstiegskampf. Niederlage brauchen wir uns gar nicht darüber unterhalten, ist definitiv nie drin, darf nicht drin sein. Ja. Also zum Bart-Dennis muss ich sagen, ich bin ja immer noch der Hoffnung, dass wir da irgendwie unten rauskommen, deswegen rasiere ich mich jetzt auch nicht. Wir müssen an der Serie, also an der wir müssen an die alte Serie uns wieder anschließen und das müssen wir machen, ja. Also wir müssen wieder zu dem zurückkommen, wo wir die ganzen Punkte geholt haben. Wir haben es leider verpasst, in den letzten zwei Spielen wollten wir nur Fußball spielen. Das ja. ist für also unsere Mannschaft zu wenig und du kannst mir glauben, ohne Kampf wirst du kein Spiel gewinnen. Mit ja, der Mannschaft. Zumal die Hertha wird genauso kämpfen, verstehst du? Die stehen auch mit dem Rücken zur Wand. Wir noch einen Punkt, wir stehen noch einen Punkt mehr mit dem Rücken an der Wand. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch gegen Hoffenheim, das ist ein Spiel, das musst du gewinnen. Da darfst du nicht verlieren. Und da hätten wir uns klemmen können. Wie gesagt, die Hertha scheint uns aber auch zu liegen. Die Statistik sagt, zweitmeisten Pflichtspielsiege habe ich heute gehört. Ja. Ja. Aber Hertha ist Hertha hat das Wasser auch ein bisschen mal stehen. Ich habe da so eine Pressekonferenz vom Trainer gehört. Also der geht auch und sagt, also nur über das rein Spielerische werden wir Schalke 04 nicht schlagen. Also die auch kämpfen. Also werden die kämpfen. Boateng erzählt schon seit vier Tagen hier von mir aus mit roten Karten. Hauptsache wir holen hier was weg. Aber eins muss ich auch sagen. Wir kennen den Boateng. Das ist einer, der immer viel quatscht, ja, um alles nervös zu machen. Aber von Boateng muss doch kein Spieler von uns Angst haben. Ja, aber das ist ja schon eine Ansage. Zumal jetzt gerade, kannst du was zum Kader sagen? Ich habe ja gehört, da sind jetzt schon einige zurück auch. Ja, also Jens soll auf jeden Fall spielen. Und der Kader, der soll zurzeit so groß sein, dass wieder alle da sein sollten. Ja. Also ich weiß nicht genau, 25 Leute waren beim Training, hat Reis gesagt. Er kann also jetzt aus dem Vollen schöpfen. Und das ist natürlich klasse. Jetzt kann er sich genau die rauspicken, die uns jetzt hier gegen Hertha weiterbringen. Ja, aber du weißt selber, Dennis, ohne Kampf, ohne richtig Kampf, geht nichts. Gibt's nicht. Unsere Fans sind super. Die fahren nach Hoffenheim mit. Ja, und hast du gesehen, wie die unterstützt haben noch? Super, wie die am Ende noch gefeiert haben? Richtig also, geil. Liebe Knappen, aber das ist das Problem. Unsere Jungs müssen, und das haben wir immer mal gesagt, ohne Kampf geht's nicht. Ja, also wieder mal durch Kampf zum Sieg. Wir haben genau, das ist ja dein Lieblingsspruch und den finde ich auch immer gut. Und da bin ich auch immer froh, wenn du den sagst. Dann hoffe ich immer, dass dann eben die Jungs auch mal mithören und sagen, du, guck mal, der hat vollkommen recht. Ja, ansonsten kommen die Ultras und die Fans und dann machen wir jedes Mal so ein Spektakel vor jedem Spiel und dann schreien wir unsere Knappen mal ja, nach vorne. Ja, Abi, dann hoffe ich mal, dass wir heute Abend wirklich die bessere Mannschaft sind, dass wir den richtigen Kampfgeist auf den Platz bringen, dass der Reis die richtige Mannschaft aufstellt. Das ist das Wichtigste. Er muss wissen, weil er hat jetzt den Kader zurück mit 25 Leuten und er muss wissen, wen er vertraut und auch vor allen Dingen Jungs, die dagegenhalten. Und das wird auch unsere letzte Chance sein, weil wir haben ein schweres Programm, ganz schweres Programm. Und deswegen muss heute ein Sieg her. Ja, also Hertha Frösche, zieht euch warm an. Wir kämpfen auch. Ne? Also, in diesem Sinne, liebe Schalker, ich wünsche euch heute Abend ein schönes Spiel. Kellerduell gegen die Hertha. Wie gesagt, nur der S04. Abi, dir auch ein schönes Spiel. Alles drei klar, Punkte. Junge. Jawohl. Und der Klassenerhalt muss her. Jawohl, so ist es. In diesem Sinne, nur der S04, meine Freunde. Glück auf. Glück auf.